ein wunderbarer Freitagabend kommt ins Haus und damit natürlich das prominente Kochduell. Schönen guten Abend. Wir erwarten heute Abend wieder zwei illustre Gäste, die natürlich jeder kennt. Sagen eine sehr charmante Kollegin und einen zauberhaften Mann, mehr kann man nicht sagen. Herzlich willkommen, hier ist Christine Westermann. Hallo Christine. Und herzlich willkommen, hier ist Vitus Witt. Hallo Vitus, grüß dich, hallo. Und noch habe ich noch nicht mal ein Kaninchen und auch kein Ei und auch kein Tennisball im Arm. Nein, ich liebe ja Tiere, deswegen zaubere ich nicht mit Tieren. Aber ich habe euch was Schönes mitgebracht. 17,88 Mark. Wenn wir verlieren, kann es nur am Preis gewesen sein. Nein, die haben über eine Mark mehr ausgegeben. Die Qualität gut geht über den Preis. So, wir versuchen es. Sieht auch nicht schlecht aus. Ja, wir machen auch drei Gerichte, so ist es nicht. Ja, wir fangen mal an hier mit der feurige, pikanten Zwiebelsuppe. Hier geht's rund hier. Ja, ich merke das schon. Kartoffeln schon geschält, Zwiebeln schon geschält. Und das hast du alles selber gemacht? Alles, ja. Wie zu Hause. Wunderbar. Und dabei den Kühlschrank aufgelassen, womöglich. Nein, den hat er aufgemacht. Ja, das kommt. Alles, also wirklich. Durch. Ja. Und schmeckt auch gut. Jetzt ist natürlich keine Surprise mehr. Aber Vitus, du musst mir jetzt verraten, du hast so viel im deutschen Fernsehen auch schon gezaubert. Und im Fernsehen, okay, klar, die Leute können es sehen, aber erklär mir bitte, wie zaubert man im Radio? Ah, das ist eine gute Frage. Genau, für mich ist ja Zauberei eine Sache der Kommunikation. Ja. Und man kann ja übers Telefon mit jemandem zu Hause kommunizieren. Und dann muss man halt den Geist anstrengen, nicht? Man muss halt ein bisschen die Fantasie über das Wort Also du lösen. Hast bei den Menschen zu Hause etwas verändert, während du mit ihnen telefoniert hast? So ist es. So ehrlich? Ist es. Das, das funktioniert? Ja, das funktioniert. Was ist denn das, was du da am, also wo du sagst, irgendwie rein geistig komme ich da am schnellsten rein? Also was ist für dich am leichtesten? Der Mitspieler muss natürlich schon bereit dafür sein. Ja. Muss in einer guten Stimmung sein. Ich brauche auch vorher immer ein Gespräch. Also wir haben das immer so gemacht, dass wir vorher den Aufruf gemacht haben, wer Lust hat mitzuzaubern, dass die, die dann anrufen, auch wirklich alles bereitgelegt haben, sei es Spielkarten, sei es Würfel, sei es irgendwelche Büroutensilien, mit denen wir gezaubert haben. Und dadurch sind sie schon ein bisschen involviert. Ach so. Und also dann man kriegt man schon die Stimmung. Man sollte schon ein bisschen was... Man kann eigentlich nur am besten zaubern, wenn man... So, hier habe ich schon alle durchgeschnitten. Ja, ist gut, okay. Auch gewaschen? Natürlich gewaschen. Das ist in Ordnung, danke. Sehr schön. Ja, also die Bereitschaft ist sehr wichtig. Man kann eigentlich am besten wirklich nur zaubern, wenn man ein Publikum hat, das auch bereit ist, sich verzaubern zu lassen. Genau wie in die Küche hier. Man muss, Appetit haben, nicht? Ja. Wenn man keinen Appetit zum Essen hat, dann Appetit auch kommt Spaß, ja beim Essen, heißt das immer angeblich. Aber die Zauberei kommt ja. Nun ist das für mich, also ehrlich gesagt, ein Buch mit 7 Siegeln. Wann hast du damit angefangen? Oh, angefangen sehr früh. Das ist also dann, ich denke immer, das ist ein. Wenn man Zauberer das, wird, ist das fing in der Schule schon gelegt, an, das fing in der Schule an, das fing mit meinem Vater an. Das ging ruckzuck eigentlich auch schon in das Profilager über. Der Jean Pütz, auch vom WDR, der hat mich dann sehr bald gesehen und dann war die Sendung gemacht. Man wächst da hinein, also das geht Das geht relativ zügig. Du hast ja auch schon mehrere Säle hier in Deutschland ausverkauft und unter anderem wirst du in Senftöpfchen in Köln spielen, aber im Komödien in Düsseldorf ist eine große Schmiede. Harald Schmidt ist da quasi groß geworden, richtig, mehr oder weniger. Ja. Brauchen wir noch mehr? Das ist gut. Ich muss ja noch ein bisschen kochen. Was gehen, ja, du kannst auch vielleicht beides nehmen. Mehr. Was machst du denn, wenn du jetzt rauskommst und merkst, die Leute sitzen da und sagen, ach, naja, jetzt kommt jetzt wieder Zauberer? Deswegen bin ich ja gerne in Theatern, denn wer da zu mir kommt, der will zu der mir kommen. Mhm. Und das ist eigentlich der Vorteil gegenüber vielen Kollegen, die dann auf Festen auftreten. Nichts gegen Feste, das muss ich auch machen, ist klar. Aber es ist schon sehr schön, im Theater zu gastieren und dort ein Publikum zu finden, das bereit ist, sich verzaubern zu lassen. Also jetzt Ende November bin ich, wie gesagt, wieder im Senftöpfchen und mit meinem ganz neuen Programm, wenn ich das kurz sagen darf. Ja. Augenzwinkern statt Magerblicke, das ist ein bisschen ein kabarettistisch-politisches Programm. Und da kommt natürlich nur ein Publikum hin, das auch Spaß hat, sich so ein bisschen die Zauberei von einer anderen Warte zeigen zu lassen. Schreibst du das alles selber? Ich habe einen Regisseur, ich habe einiges selber geschrieben, aber so für ein Theaterprogramm muss man einfach jemanden haben, der die Dramaturgie betreut, der das Spannungsfeld vom ersten bis zum letzten Kunststück ein bisschen beobachtet. Da ist man ja als Zauberkünstler viel zu einseitig, dass man nur auf die Kunststücke Wert legt und der Regisseur, der sagt dann schon, komm, das passt eigentlich besser an die Stelle ja, hin. Klar. Und so ist eigentlich das Programm richtig komponiert. Und darauf bin ich auch sehr stolz, weil das in der Form Käse eigentlich ist nicht gut. Käse ist gut? Danke. Jawohl. Käse ist gut, right? Ja. Ja, lecker? Na, dazu, wir wollen
Wir wollen hier den das schon Toast, ja, ja, den Toast, ne? Ja. Für die Zwiebelsuppe. Ist auch besser für den Gast, ja, als wenn er jetzt halt nur eine Scheibe hätte, ja, kann er besser essen. Sieht ja immer nach mehr aus. Machen der Chinesen, die Chinesen machen alles klein, damit es mehr ist. Nee, die haben auch kein, nicht so viel Energie, kein Holz, kein Feuer, nicht wenig, ja, und deshalb. Ausreichend. Ja. Riechen tut sich schon gut. Haben wir schon Wein rein? Wein ist drin, ja, das gut ist das hier. Das ist das Allerwichtigste. Ja, nee, der nachher gibt es auch noch einen richtigen Weintipp. Ja, noch was? Schwach durch, der Alkohol. Ja gut, können wir später dann. Das ist was so fliegt, erst zum Schluss. Aber hat schon was, hat schon was. Hat, ja, schon, ja, was. Hat schon was, ja. So. Ich fand das gerade so klasse, dass er Schaber sagte, wenig Öl nimmt er, wenig Fett zum Kochen. Das finde ich sehr gut. Ja, 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 das ist richtig. Ja. Man kann nämlich viel auch mit Wasser kochen, das wissen wir. Ja, ja, man kann das auch. Ja, auf jeden Fall hier wunderbar, was wir im Ofen haben. Du meinst, das hält, kann ich, darf ich? Geh mal mit hier. Was wir im Ofen haben? Oh ja, oh ja. Achtung. Oh, Minuten, ja, das wird sehr braun oben, Franz. Das ist doch runter. Aber, ja, aber wenn man durch das Schwarze dann durch ist. Moment hier. Moment. Ja, es hat wieder. So. Ich sag doch, zaubern und kochen ist das Gleiche, ne? Da muss ich nur zu helfen wissen. Sehr gut, Franz, hervorragend. Nee, nee, ich sag ja. Zaubern und kochen ist das Gleiche. Jury. Also, ja, ist gut. Wein drin, Schuss Wein noch. Wein, oh nein. Komm, das ist doch das Liebste. Oh, 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 gut. Du scheinst mir ein passionierter Weintrinker zu sein, stimmt sehr, das? Sehr, ja, es gibt nachher gibt's auch noch die Weinempfehlung von uns. Sehr schön. Ungarisch, die würde ich jetzt nur zum Kochen nehmen, gut, ja, vielleicht. Aber trotzdem auch gut. Nein, das muss ja auch, muss ja einem auch während des Kochens muss das ja Spaß machen. Ja klar, sonst macht es überhaupt ja keinen Sinn. Wie bei meiner Zauberei, es muss ja auch während ich mich vorbereite, muss mir das auch Spaß machen. Du sammelst Zauberkästen, ne? Ja, richtig. 900 Stück hast du davon schon? Ja, es sind 922 jetzt in den Computer eingetragen. Und die stelle ich da aus zurzeit in Koblenz, schöne Ausstellung im Landesmuseum mit den Zauberkästen. Sie machen sehr viel Spaß. Die sind die denn immer anders? Also ich dachte immer, ein Zauberkasten ist ein Zauberkasten, nein, ist ein Zauberkasten. Die sind eigentlich vom Inhalt sehr ähnlich, aber die Verpackung ist immer eine andere. Schöne Lithografien auf den ganz alten Zauberkästen, so von 1850, alte Holzstiche. Oh. Und so kann man so ein bisschen die Entwicklung nachvollziehen, nicht? Die auch so im ganzen Leben stattgefunden hat. Sammelst du dir denn jetzt also europaweit, sag ich mal, also auch von weltweit. England oder weltweit? Also USA, Japan, Hongkong, danke. Ja, warum? Ja. Mexiko, also wirklich aus China. Aus allen Herrenländern. Aus allen Herrenländern. Sogar Griechenland habe ich angefunden. Toll, ne? Das heißt, wenn du dann auf Reisen bist, stöberst guck du immer, und guck immer. Wenn ich so auf Tourneen bin, dann habe ich ja morgens meistens Zeit und dann schaue ich durch die Antiquariate und dann finde ich ab und zu ein Stückchen. Hey! Ja, nee. Ja. Das ist gut, das. Ich sage nein, es war die pure Realität, das, was Sie vom Koch zu erkennen. Alles ist gar. Und gleich machen wir den Geschmackstest. Ich glaube, hier war die Glanzleistung. Wir fangen an mit unserer Suppe. Auf jeden Fall Wunsch haben wir eine Zwiebelsuppe gemacht. Und zwar. Ja, Vitus, jetzt ist es an dir zu probieren. Also nochmal, das ist die Suppe à la Robert Houdin, großer französischer Zauberkünstler, Filet à la Hofzinser, großer österreichischer Zauberkünstler, so ein bisschen mein geistiges Vorbild. Und das ist die Surprise à la Kallernack, der das Wort Simsalabim berühmt gemacht hat. Aber ich entscheide mich für Hofzinser, denn das sieht unglaublich lecker aus. Ich beginne mit einem Stückchen Champignon. Mmh, das, ah, nicht nur das Champignon hier, Fleisch. Und komme jetzt zu dem wirklichen eiweißhaltigen Teil. Zart. Mmh. Mmh. Perfekt. Ja. Das kannst du zum Beruf machen. Sehr gut. Klasse. Ja, Komplimente dieser Art, die wir machen. Christina, wo ist der Wein? Hier, also ich habe mir gedacht, wo wir einen Zauberer haben, da muss ich doch keinen Wein mitbringen. Der kann doch was zaubern, oder? Richtig, richtig. Hey. Einen schönen 98er, ist das genehm? Ja, das ist eigentlich das, was ich auch ausgesucht hätte. Ein T-Shirt, das trifft sich ja. Sehr gut. Genau. Ein Petit Chablis. Ein Petit Chablis. Also Chablis. Boden, also nicht nur beim Wein, sondern auch bei anderen Dingen im ich Leben. Ich nehme den gleich. Und dann ist es halt so, dass wie auch Sancerre Chablis so eine Modeerscheinung war und alle Welt hat es getrunken und viele von diesen Weinen waren nicht besonders guter Qualität, aber sehr teuer. Und ich glaube, jetzt so langsam kann man wieder an den Chablis drangehen. Man kann sich um junge, kleine Winzer kümmern, wie das zum Beispiel einer ist. Hoppla, das ist ja gefährlich. Hier wird es gefährlich, ja. Macht hier, ja. Und
bevor er jetzt da fertig ist mit der Geschichte. Und ich, ich glaube, wie das um meinen Hals, genau, erzähle ich dir schnell die Einstufung des Petit Chablis. Also so der Chablis für normale, einfache Menschen wie du und ich, wovon wir richtig schön viel trinken können. Ein Brot und Butter Chablis. Und lass die mal machen, genau. Wir werden das jetzt hier... Und aus der Verpackung des Weines kann man dann nämlich noch eine schöne Tischdecke zur Dekoration machen. Nein. Und da kann man dann natürlich... Ah, zauberhaftes Kochen mit Christine und Vitus. Hey. Hervorragend. Nein, also wirklich. Das ist echt der Knaller. Vitus, du bist ja wirklich ein Künstler. Naja, jetzt wo ihr es sagt. Das ist zu sagen, genau. Also, sehr schön. Jetzt haben Sie mal jetzt den Wein aber noch mal verdient. Ja. Also Chablis einfach auch unter der Geschichte mit der Zwiebelsuppe. Und wir können es auch weiter trinken zum Hauptgericht hinterher. Mm, das gut, ist gut. Ja. Schön. Und Chablis hat, die Rebsorte ist Chardonnay. Also wie alle guten Weißweine aus Frankreich, ist es der Chardonnay, die Königin der Rebe. Und Chablis ist der nördlichste Teil vom Burgund. Liebe Jury. So, bitte schön, guten Appetit. So schön kann es sein, wenn Sie zu uns kommen. Und wir sind natürlich sehr gespannt, wie heute unser heutiges Duell ausging. Christine Westermann gegen Vitus Witt. Liebe Jury, ihr habt alles gekostet, ihr habt alles getrunken, will ich hoffen. War lecker, oder? Sehr, sehr. War es schwer? Mhm, es ist immer noch schwer, aber wir mussten uns ja entscheiden. Es ist immer noch schwer. Aber ihr habt euch schon durchgerungen, oder? Ja. So, komm, bevor ihr die Entscheidung zeigt, zeigen wir noch ein einziges Mal. Das finde ich ist Bestechung. Das ist nämlich, nein, komm, es ist wirklich schön. Die Entscheidung ist eh schon gefallen. Deswegen, liebe Jury, zeigt es uns jetzt, wie es ausschaut. Hey, und damit hast du gewonnen. Oh. Oh. Nein, war schön. Mein Preis. Es wird sich geherzt, Thema an dieser Stelle. Und es werden die schönsten Preziosen weggegeben. Für die Toilette, für die Küche oder auch fürs Schlafzimmer. Wir bedanken uns recht herzlich heute wieder bei Christina Fischer für den exzellenten Wein. Guter Stopp.